Herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Crew. Heute mal kein PvP, also die Leute, die Duells sehen wollen. Es wird nur unter uns gerade ein paar Duells geben und dann hier die PvP, die Qualifikation, weil wir möchten Leuten erklären, wie man mit Freunden zusammen die PvP, also die Qualifikation, dass man sich dafür qualifiziert, dass man die Qualifikation machen darf, so ein bisschen bekacken kann. Und hier steht, verdienen deine Teilnehmerschein, Freifahrt, Herausforderung gewonnen. 0 von 2 oder Freifahrtstand, Stufe 0 von 3. Man kann in dem Sinne mit einem Kollegen cool bescheißen, wenn der Kollege wie Ultra jetzt gerade beigeht und eine Strecke baut, ziemlich kurze, und dann macht man die und dann sind wir dafür auch qualifiziert. So. Ja. Der Jan macht das jetzt. Ich mach das jetzt. Was machst du denn für eine Strecke? Straße? Ja. Okay, dann nehmen wir einfach PE alle beide, oder? Ja. Ich fahre mit Lamborghini Aventador, nehme ich. Also was gekriegt, muss annehmen, ne? Sag das so. Danke, sag mal. Ich achte da nicht drauf, weil, so, was müssen wir jetzt hier? Ach so. Autos, ey. Bin fertig. Asphaltgelände. Leute, hast jetzt einen Checkpoint gemacht? Echt? Ja. Okay. Los geht's. So, ich habe jetzt Bremse festgehalten extra. So, jetzt fährt Jan durch. Und so geht das jetzt ruckidizuck. Zack. Oh. Erst haben wir fertig, dann müssen wir das gleich. Das kannst du nochmal machen. Und jetzt machen B nochmal. Genau, das gleiche machen wir jetzt viermal. Zweimal muss Jan gewinnen, zweimal muss ich gewinnen und dann können wir in die Qualifikation. Ich will das extra mal zeigen, dass es darum geht, dass Leute auch sehen, wie wir das machen. Ich glaube, manche Leute mögen das ja, wenn man denen ein paar Tipps gibt oder so. Der Mercedes zieht mein Lambo ab. Oh, Werber zum Ende hin. Oh, ich bin Erster, laut meiner Ansicht. Ja. Laut mein... Alles nicht vergleichbar, immer scheiß mit Chat. Ja, aber du warst laut meiner Ansicht vorne. Nee, zum Schluss nicht mehr. Ich habe extra von der Seite geguckt. Echt? Ja. Okay. Was war denn noch hier? Muss Jan, mach Gas. Komm, wir wollen den Leuten auch noch die Quali zeigen. Oh, was nimmst du denn? Rennfahrzeug. Ford Focus. Ich nehme keinen Hoss. Okay. Voll unfair. Das war aber knapp, Alter. Okay. Teilnehmerschein gewonnen. Ich nicht. Okay. Jan muss jetzt auch noch einmal. Kannst du alles nehmen, was ich will. Ich zieh dich jetzt trotzdem ab. Echt? Ja. Okay. Okay, bin ich gespannt. Mein Spiel. Ne, doch nicht. Dein Dragster? Ja. Ich radiere, Mama! Ich komme! 200! 300? Oder 10? 300! 330. 380! So. Oh, Jan hat auch Teilnehmer. Jan hat auch Teilnehmerschein gewonnen in dem Sinne. So. Ja. Und ja, los geht's, Jan. Ab zur nächsten zur Qualifikation. Wo haben wir den hier? So, da. Nicht. Ach, bitte, also what the fuck? 3 Sekunden. Was hast du gemacht? Blitzreise. Hä? Blitzreise habe ich gemacht. Achso. War betreten. So, dann starte ich schon mal eins. Oh, okay.
Ultra lädt dich ein, alles klar. Um was geht es denn diesmal? Welche Autoklassen? Drexler. Nee, allgemein. Keine welches, Ahnung. Ja, welches Land? Japan diesmal oder? Ich wusste es vor 5 Sekunden und jetzt weiß ich auch. Dodge Challenger. Also US. Keine Ahnung. Was, Challenger hast du? Ja. Oh, ich hab Dodge. Nee. Corvette. Stingray. Oh, neue Strecke. Ja. Das stimmt echt, wenn die Lampen ausgehen, funktioniert das echt, ne? Ja. Alter, ich komme! Ich komme! Oh, noch mit Kurve! Oh, Unfall! Tschüss! Max Höger! Ich hänge fest. Ich kann nichts machen. Okay. Oh, ja, und er setzt mich genau wieder in diese Kuhle ab, wo ich nichts machen kann. Aber warum immer mit Kurve, Leute? Jetzt ganz ehrlich, das ist für mich einer der geilsten Disziplinen, wo ich mich am meisten bei dem Add-on drauf gefreut habe. Aber wo er in dem Sinne, wo sie es kaputt gemacht haben mit. Muss ich euch ganz ehrlich sagen. Beim Dragster-Rennen hat man in echt keine Kurven, Leute. 580 hatte ich drauf. Wer klickt denn hier so schnell? Ich. Lass doch den Leuten das ein bisschen eingeblendet, nein, bitte. Könnt's eine Sekunde lang sehen, das reicht. Auch da konnte man gar nichts sehen. Klar konnte man, ich habe alles gesehen. Jan, bitte. Also ich habe nur das gesehen, was ich sehen wollte, nämlich das erste. Zu früh, mein Freund. Ja, ich raff das nie. Weißt du, wenn man am Start immer gut wegkommt, so wie vorhin. Ja. Aber dann zieht man, keine Ahnung. Zum Beispiel, ich hab jetzt NOS gedrückt, aber theoretisch musst du nur du drauf warten. Wenn ich drücke, dann kannst du auch drücken. Wo wir eben vorhin, wo ich das gemacht habe, ziehst du einfach dann komplett verstehen. Keine Ahnung. Manchmal kommt mir so auch vor, wenn du einen schlechten Start einfach hast, kommt es mir manchmal auch vor. Wenn man etwas schlechteren startet, dann radiert er die ganze Zeit. Da muss man manchmal auch noch mal vom, da muss man manchmal auch noch mal vom Gas gehen. Keine Ahnung warum. Das ist, fällt mir manchmal nur auf, weil er schwarze Striche auf dem Boden macht. Ja, jetzt habe ich einen Scheißstart. Zu früh Gas gegeben. Jetzt bist du weg. Oh, und er dreht sich wieder. Das ist das, was ich meine, weißt du? Und ich habe wirklich ganz sanft gelenkt, ne? Wirklich mega sanft eingelenkt und trotzdem dreht er sich dann einfach, ne? Aber egal, mein Gott. Was soll's? Mache ich mir jetzt keinen Kopf drum. Ich habe nur mal im Forum gelesen, dass es irgendwie einen Mega-Patch noch geben soll. Und daher warte ich einfach ab, was passiert. Ist einfach so. Ja oder nicht? Was? Ja, was ist so. Weißt du, laufen? Ne, 3 von 3. 3 von 3. Fertig. Event abgeschlossen, erster. Hä? Hä? Wieso hab ich gewonnen? Und zum Beispiel, das verstehe ich jetzt nicht. Jetzt hast du eine bessere Zeit, weil du vorhin immer in Windschatten da vorbeigekommen bist. Genau. Dann habe ich Nitro genommen, dann du. Aber trotzdem hast du immer eine bessere Zeit, weil du anfangs Windschatten hast. Also irgendwie ist das, keine Ahnung, verstehe ich nicht. Auf jeden Fall nicht. Ich hasse Windschatten. Das heißt. Aber ich war ja das Rennen die ganze Zeit vor dir. Aber ist ja auch egal. Mach einfach weiter, Jan. Nächstes. Was kommt jetzt?
Lass dich überraschen. Lass dich überraschen. Was ist das? Wasser? Ja, ich bin nur gerade überlegen, was ich nehme. Blum, wieso können wir unsere scheiß Motorräder hier nicht aussehen? Keine Ahnung. Es regnet. Okay. Achso. Okay, was hast du denn genommen? Ford Mustang GT 2015. Okay. Ja, 2015, also. Ja. Ja, mein Pickup zieh dich ab, Junge, im Riss. Okay. Oh, da war ein Baum. Ach, hier ist wieder, wer die beste Zeit fährt, ne? Ja. Oh, ich rutsch schon bei. Alter. Alles klar. Oh. Alter, da ist ja gleich nochmal rechts ging, hab ich gar nicht mitgerechnet. Hallo Fußgänger, ja. Verpiss dich. Ja, Karte ruhig aus, kein Problem. Alter. Oh, ich bin auf der falschen Spur. Ja, klasse, ich muss mich zurücksetzen. Bin ich der gefahren, war ja klar. Ja, aber guck mal, wo der uns zurücksetzt. In Palma. Alter, das Auto haben sie auch irgendwie ein bisschen kaputt gewürft hier. Kommt gar nicht mehr aus dem Quark, ey. Irgendwie fahren wir jetzt gerade auf Gelände, ne? Ja. Oh, Alter! Alter! Ich fahre auf einer geraden Strecke und das Ding bricht hinten aus. Ja, das ist halt typisch für... Typisch für so ein Pickup, wenn ich ganz ehrlich bin. Also finde ich nicht mal unrealistisch jetzt, sondern einfach nur ungewohnt, weil es das früher halt in The Crew nicht gab. Oh, zu schnell. Dann nehmen wir halt den Gegenverkehr zum Bremsen. Oh. Oh, wir einfach nicht aus dem Fahrrad kommt hier so. Du radierst natürlich auch immer, das hört man richtig bei mir im Auto. Ja. Hallo, ich heiße Ford. Ich hab Probleme. Und ich beschleunige. Und ich beschleunige mit meinem Huhaiber. Probleme beim Vorwärts. Alles klar, Event abgeschlossen als erster. Wer ist denn sonst? Hm. Ich muss mich ja mal loben, ja? Lass mich doch auch mal. Oh, ich krieg neue Federn, Stufe 50 mit Bremsbonus. Na, ja, Motorcamp plus 3 Punkte. Ja, wir sagen damit vielen Dank fürs Einschalten und das war so ein kleiner Tipp am Rande, jo, wie ihr am schnellsten in dem Sinne die Sachen machen könnt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüssi!